Das Leben und das traurige Ende von André the Giant. André the Giant wurde am 19. Mai 1946 als André-René Roussimoff in Coulommiers, Frankreich, geboren. Er soll bei der Geburt 13 Pfund gewogen haben. Obwohl er im Wrestling als aus Grenoble in den französischen Alpen stammend in Rechnung gestellt wird, wuchs André tatsächlich in der kleinen Stadt Moulins, 40 Meilen östlich von Paris, auf. Er hatte 4 Geschwister, 2 ältere und 2 jüngere. Auf dem Weg zur und von der Schule wurde André manchmal von dem berühmten Dramatiker Samuel Beckett, der ein Nachbar war, mitgenommen. Mit 14 verließ André die Schule und begann zu arbeiten. Nach Angaben seiner Familie machte sich seine Akromegalie ungefähr zu dieser Zeit bemerkbar. Als er 15 Jahre alt war, war er fast 1,80 Meter groß. André hatte Akromegalie, eine hormonelle Störung, bei der die Hypophyse überschüssiges Wachstumshormon ausschüttet. Die Störung kann bei Kindern zu Gigantismus führen, was André passierte, als er im Alter von etwa 14 Jahren anfing, größer zu werden. Das fortgesetzte Wachstum führte zu einem vergrößerten Kopf, Händen, Füßen und Brust. André trug einen Schuh der Größe 22, und in seinen Händen schien eine normale Bierdose miniaturisiert zu sein. Seine Größe könnte das Leben schwer machen. André hat einmal bemerkt, sie bauen nichts für einen Riesen. In den Tagen der Telefonwahl brauchte er einen Bleistift, um anzurufen. Er reiste 300 Tage im Jahr zum Ringen, aber beim Fliegen konnte er sich nicht in die Flugzeugtoilette quetschen und musste sich deshalb in einem Eimer erleichtern. Ohne einen speziell für ihn maßgefertigten Transporter zu benutzen, war das Fahren eine Qual. Ich muss oft mehrere hundert Kilometer auf dem Vordersitz eines Autos fahren und mir werden Rücken und Nacken immer so steif. Er war oft Gegenstand ungewollter Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und er fühlte sich in seinen persönlichen Beziehungen beeinträchtigt. Die Leute wollen wegen meiner Größe mein Freund sein. Sie wollen mich ausnutzen. Das mag ich nicht, sagte er einmal. Ein Riese zu sein bedeutete, dass André viel trinken konnte. Es gibt Geschichten, in denen er 100 Bier oder 20 Flaschen Wein in einer Sitzung konsumierte. Der Schauspieler Cary Elwes, ein Co-Star von Princess Bride, sagte jedoch, André hat nicht getrunken, um zu trinken. André hatte große Schmerzen, Gott segne ihn. Sein Rücken war verletzt, weil er all das Gewicht herumgetragen hatte, und davon, dass andere Wrestlerstühle über seinem Rücken zerbrechen. Die Ärzte diagnostizierten bei André keine Akromegalie, während er in Frankreich aufwuchs. Er könnte 1970 in Japan eine Diagnose erhalten haben und ihm wurde definitiv gesagt, dass er die Krankheit hatte, nachdem er sich 1981 den Knöchel gebrochen hatte. Zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben hätte die Behandlung Andres Wachstum nicht rückgängig gemacht, aber es hätte seine Lebenserwartung erhöhen können. Er entschied sich jedoch gegen eine Behandlung. Andres genaue Größe ist unbekannt. Während seiner Wrestling-Karriere wurde er normalerweise als 7 Fuß minus 4 beschrieben, aber die Welt des Wrestlings ist anfällig für Übertreibungen. Sein französischer Pass gab eine Höhe in Metern an, die sich in knapp 7 Fuß minus 2 umwandelt. Einige glauben, dass André 7 Fuß oder möglicherweise bis zu 3 Zoll kürzer gestanden haben könnte. André wurde oft gesagt, dass er 520 Pfund wiegte. Aber dies könnte eine weitere Übertreibung im Wrestling sein. Beschreibungen seines Gewichts variierten von 380 Pfund bis zu 555 Pfund, als er starb. André erklärte einmal, was Gott mir gegeben hat, benutze ich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, und seine Größe half ihm, die Welt des Wrestlings zu erobern. 1966 begann er in Frankreich unter dem Namen Jean Ferré zu ringen. André rang auch in Japan, wo er als Monster Roussimoff bekannt war, bevor er 1971 nach Quebec ging. 1973 wurde André als André the Giant in Rechnung gestellt und arbeitete mit Vincent McMahon Sr. in der World Wide Wrestling Federation. Sein Ruhm wuchs und André wurde als 8. Weltwunder bekannt. Im Laufe seiner Karriere rang er um den Globus und reiste nach Europa, Mexiko, Japan, Südafrika, Australien und Neuseeland.
1987 war André der böse Gegner, der Hogan in der vielbeachteten WrestleMania 3 gegenüberstand. Die Veranstaltung stellte André als ungeschlagenen Wrestler in Rechnung, der noch nie einen Bodyslamming erlitten hatte. Eine große Menschenmenge wurde Zeuge, wie Hogan über André triumphierte. Nach WrestleMania 3 wurde der kränkelnde André am Rücken operiert. Er arbeitete bis 1991 mit McMahon zusammen, in zunehmend eingeschränkter Funktion. Obwohl sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, kämpfte André bis kurz vor seinem Tod weiter. Sein letztes Spiel fand am 4. Dezember 1992 in Japan statt. Andres Karriere hat ihn in mehr als 5000 Matches ringen lassen. Nach seinem Tod wurde er als erster Mensch in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Der Schriftsteller William Goldman und der Regisseur Rob Reiner hielten André the Giant beide für die ideale Person, um den Riesen fetzig im Film The Princess Bride von 1987 zu porträtieren. Obwohl Reiner über André sagte, "Wir hatten eine dreiseitige Szene, mit der er vorsprechen konnte, und ich habe kein Wort verstanden", dass er sagte, der Wrestler landete immer noch die Rolle. Er fuhr fort, sich zu beweisen, indem er eine gelobte Leistung ablieferte. Dennoch war es für André nicht einfach, den Film zu drehen. Sein Rücken störte ihn während der Dreharbeiten, daher waren Stunts schwierig. Als er die Schauspielerin Robin Wright nicht in die Arme nehmen konnte, musste sie mit Kabeln aufgehalten werden. Aufgrund seiner Größe wurde André selbst mit Seilen hochgehoben, als eine Szene ihn zum Reiten aufforderte. Die Prinzessinnenbraut war nicht Andres erste Schauspielrolle. Er hatte 1967 in einem französischen Film mitgewirkt, 1976 in Fernsehserien wie Six Million Dollar Man und 1982 in The Fall Guy sowie in dem Film Mickey und Mott, 1984. Nach The Princess Bride trat André in dem Film Trading Mom, 1994, auf. Doch kein Teil passte so perfekt wie Fetzig. André war so stolz auf seine Arbeit, dass er normalerweise mit einem Videoband des Films reiste und es genoss, den Film vorzuführen. André war 46 Jahre alt, als er am 28. Januar 1993 in einem Pariser Hotelzimmer starb. Er starb an kongestiver Herzinsuffizienz, die mit seiner unbehandelten Akromegalie verbunden war. Als in Frankreich kein Krematorium groß genug war, musste sein Leichnam in die USA zurückgeflogen werden. Seine Asche wurde auf seiner Ranch in North Carolina verstreut. Auf Wiedersehen, André der Riese.